Hallo ihr Lieben, wir melden uns heute mit bereits dem zweiten Sonderpodcast und zwar alleine deswegen, weil wir meinen, dass es für euch wichtig sein könnte und es sind wieder Informationen aus Bundesministerium bei uns eingegangen, weitere Informationen auch aus den Reihen der Logistiker. Andreas, du hast hier eine ganze Liste vor dir liegen. Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Es ist wirklich brisant und wir haben hier vor wenigen Stunden Informationen bekommen und haben lange darüber überlegt, ob wir nochmal einen Sonderpodcast machen. Aber die Ereignisse überschlagen sich. Bitte bleibt bis zum Schluss dran. Ich muss ehrlich sagen, mir gefriert manchmal das Blut in den Adern, wenn ich das hier so alles durcharbeiten muss. Und darüber wollen wir jetzt miteinander reden. Ja, und nochmal sei betont, wir tun dies nicht, um Panik zu schüren, sondern um Informationen an euch weiterzugeben, damit ihr euch entsprechend vorbereiten könnt und nicht in einem Moment, in dem die Dinge dann auch öffentlich bekannt werden, wie Millionen andere ziemlich dasteht und eben nicht wisst, was ihr zu tun habt. Und dann kommt richtige Angst und Panik erst auf. Die wollen wir verhindern. Ja, es gibt bei Eurotransport eine Meldung, dass europäische Regierungen in dieser Woche einen groß angelegten Übungsplan gestartet haben, nämlich für Cyberangriffe auf die Lieferketten, und zwar europaweit. Darüber hat auch unter anderem Bloomberg ganz aktuell berichtet. Mehrere Mitgliedstaaten sind eingebunden. Und diese Übung, Andreas, die soll 6 Wochen dauern, soll Angriffe auf Lieferketten simulieren, die eben auch sozioökonomische Auswirkungen in anderen Ländern haben könnten. Also das heißt, es geht auch um unser soziales Miteinander. Es geht um die Wirtschaft und es wird also abgetestet, was heißt es, wenn durch Cyberangriffe Blackouts stattfinden, Daten geklaut werden und so weiter. Und das, was du jetzt bekommen hast, das reiht sich nahtlos eigentlich in dieses Szenario ein, das stellvertretend steht jetzt schon für Chaos. Ja, ich möchte vielleicht ganz kurz einen Überblick noch mal geben, dass alle, vor allem die auch neu dabei sind, wissen, worum es geht. Der hybride Plan gegen diese Menschen, gegen die Menschen insgesamt, läuft wie ein Uhrwerk. Kurz gesagt, Propaganda, Schuld, Mangel, Angst. Wir haben oft darüber gesprochen, wollen das jetzt nicht weiter ausführen. Was aber jetzt entscheidend ist, wir befinden uns in einer entscheidenden Phase, eventuell in einer alles entscheidenden Phase. Und die von den Experten bis Ende Quartal 1 gesehen wird, also Ende März. Das ist also schon sehr akut. Vorab, die zentrale Notversorgungsplattform, und das passt jetzt sehr gut dazu, zu diesem Cyber-Argument, wurde plangemäß Ende Dezember in den Betrieb genommen. Wir hatten am 31. Dezember darüber gesprochen. Die ganzen Supply Chain Management Ketten, also Lieferstruktur, läuft über diese zentrale Struktur dieser IT-Form. Das zentrale Problem ist allerdings, im Falle eines Brown- oder gar Blackouts bricht die Struktur definitiv zusammen, da die angebundenen Firmen, das sind ja auch Privatfirmen, die damit dranhängen, keinen Notbetrieb über 24 Stunden aufrechterhalten können. Und ich sehe hier eine zentral geplante Chaosstruktur und gerade jetzt wären ja dezentrale bzw. regionale Lösungen an der Zeit, um den Crash so gut es irgend geht zu meistern. Was hier deutlich wird jetzt momentan aus den Maßnahmen ist, was wir sehen, der schwarze Schwan wird jetzt erkennbar, dieser exogene Schock, ganz klar isolierbar und das ist Empty Gas. Darüber sollten wir gleich nochmal reden. Ja, ich möchte vielleicht da einhaken, denn das ist auch das, was einer deiner Informanten jetzt mitgeteilt hat. Jetzt werden die Mainstream-Medien mit diesen Themen, dass die Gesellschaften in Katastrophen, in Gasengpässe, in Lieferengpässe für Lebensmittel, in Stromengpässe rutschen werden. Und nun wird wahrscheinlich auf allen Kanälen angefangen zu trommeln, damit das Thema jetzt auch in das Bewusstsein der Menschen kommt. Und da hat zum Beispiel auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gemacht mit dem Katastrophenforscher Wolf Dombrowski.
Und er sagt, Deutschland ist für künftige Katastrophensituationen schlecht gerüstet. Ja, und wir sehen das momentan, wie es sich zuspitzt auf einen Punkt. Wir hatten mehrere in Erwägung gezogen und das ist dieser exogene Schock des Schwans, des schwarzen Schwans, den wir sagen, und zwar Gas ist alle. Und die von den Ministerien eingesetzten Notfallboards werden also momentan informiert und zwar ganz konsequent und vor allem über die Konsequenzen des Chaos wird jetzt ganz offen diskutiert. Natürlich die Schuldfrage wird weiterhin propagandistisch aufgebauscht, haben wir oft darüber berichtet. Erstens, Omikron ist schuld, das ist natürlich lächerlich, das wissen wir alle mittlerweile, brauchen wir auch nicht weiter darüber reden. Zweitens, Russland liefert angeblich kein Gas, auch eine Schuldfrage, was natürlich völliger Unsinn ist, da die EU kein Gas bestellt hat, beziehungsweise Nord Stream 2 gar nicht in Betrieb nimmt, dann können sie nicht sagen, die liefern nicht. Und drittens natürlich das größte Ablenkungsmanöver momentan, die angebliche russische Aggression. Fakt ist, nachdem es so aufgebauscht wird, dass die Bedrohung durch Russland in der Ukraine also ein perfektes Propagandainstrument ist, um von den eigentlichen Ursachen abzulenken. Und die sind hier bewusst also herbeigeführt. Übrigens an der Stelle, am Montag in den Podcast werde ich dann stabil durch den Wandel nochmal auf die aktuelle Lage und die Kriegsgefahr gerade jetzt durch Russland und USA konkreter Stellung nehmen. Ja, das sind die hybriden Begleiterscheinungen zur jetzigen Krise, mit der man, warum auch immer, das ist übrigens auch die Frage, die sich die Whistleblower stellen, warum das alles gemacht wird, warum man die Menschen so in diese Zwangs- und Drucklage bringen will. Aber gut, wir haben vorhin gesprochen in dem Gesundheitspodcast darüber, dass es ein Szenarienpapier gibt im Bundesinnenministerium seit 2020, wo ganz klar empfohlen wird, ihr müsst den Worst Case malen, ihr müsst die Leute unter Druck setzen, sie sollen Angst haben, sie sollen sich Schuldgefühle machen. Also das Wort Schuld kommt immer wieder vor. Und es ist ein anderes Thema zu eruieren, warum das gemacht wird. Fakt ist, es wird gemacht und zwar auch so, dass eben deine Informanten zum Teil entsetzt sind und sagen, wir wissen manchmal gar nicht, wie wir hier weitermachen sollen. Und zum Beispiel, wenn man hier diesen Katastrophenforscher Dombrovski hört, der versucht, den Begriff kritische Infrastruktur zu erläutern. Um die geht es ja hier auch. Und er sagt, es gab zum Beispiel in den 90er Jahren eine bundesweite Übung für das Krisenmanagement mit dem Szenario Stromausfall. Danach war man enorm alarmiert. Im Nachgang, sagt er, haben die meisten Unternehmen, vor allem die Energieversorger, extrem nachgerüstet, weil man gemerkt hat, wenn in der Bundesrepublik der Strom ausfällt, steht alles still. Ja, genau so ist es. Und wir sehen vor allem in einer Form, die man uns hier versucht zu verkaufen, dass der mediale Aspekt ein großer ist. Denn diese ganze mediale Eskalation, die wir momentan hatten, übrigens auch die mit den 6 Notstandsgebieten, wo wir ja festgestellt hatten, in Wirklichkeit sind es 9, dass Deutschland in verschiedene Regionen aufgeteilt wird, von der wir ja im letzten Sonderpodcast auch berichtet haben. Das hat man jetzt zum Beispiel zurückgestellt. Und da man diese Woche noch Omikron und den Wirtschaftsbericht in den Vordergrund stellen will, ist interessant. Also diese Aussagen kommen übrigens höchstpersönlich von Professor Dirk Engelhardt. Das ist der Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung. Und der ist offenbar mit in diese kriegsartige Architektur eingebunden. Und es ist eigentlich eine Bombe, dass in diesen Gremien entschieden wird, welche Schlagzeilen uns nächste Woche wieder erwarten. Also unsere Hörer, die wissen heute schon, was nächste Woche kommen wird. Das entscheiden eben nicht mehr die sogenannten pressefreien Personen, die Journalisten, sondern das wird quasi mehr oder weniger von bestimmten Gremien der Politik jetzt hier entschieden. Ja, und was sagen die denn? Weil die Information haben wir ja auch schon letzte Woche hier an euch weitergegeben, dass angeblich der Plan ist, dass Deutschland dann in 6 beziehungsweise 9 Notstandsregionen aufgeteilt werden würde. Und Andreas, das wäre ja eigentlich die absolute Schlagzeile, denn das hat ja viel damit zu tun, dass Menschen abgeriegelt werden könnten, reglementiert werden und ihnen die Freiheit noch mehr beschnitten wird.
Ja, aber wenn die politischen Akteure dort in den Ministerien und ihre angeschlossenen Gremien jetzt entscheiden, was überhaupt in die Presse kommt, dann wissen wir, dass die Journalisten der Mainstream-Presse eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Und hier wird die Hofberichterstattung quasi wirklich manifestiert und bewiesen. Das sind also keine Indizien mehr, sondern eiskalte Beweise, die kommen, wenn also in den Gremien der Politik, der Ministerien und Gruppierungen und vor allem externen Unternehmen, der Unternehmensberater, Accenture, IFO-Institut und wie sie alle heißen, wir nennen sie ja regelmäßig, wenn dort entschieden wird, wie die Schlagzeile beispielsweise im Tagesspiegel morgen aussehen wird. Gut, also du hast da aber noch einiges vor dir liegen, Andreas. Dann lass uns doch mal wissen, wie es weitergeht. Ja, also da die, vielleicht nochmal dazu, da die momentan Medien berichten, dass es einen US-Notfallplan für die Gasbelieferung in die EU gibt. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Das liest man momentan. Da muss man Folgendes feststellen dazu. Übrigens, dieser Begriff des US-Notfallplans der Gasbelieferung in Europa, das erinnert so ein bisschen an die Propaganda des Marshallplans nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man das Gefühl. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung dazu. Selbst wenn es diesen Plan geben sollte, was übrigens alle Experten in den Notfallgremien der Ministerien bezweifeln, dann muss trotzdem noch Folgendes festgehalten werden. Es ist technisch vom Volumen her überhaupt nicht möglich, auch nur ansatzweise den Gasbedarf bzw. die Unterdeckung, also die spätestens Ende Februar entsteht, zu schließen. Keine Chance. Ja, da möchte ich dir aber mit einem Tagesspiegelartikel, der ganz aktuell erschienen ist, auf die Füße helfen. Nämlich da heißt es, Ukraine-Konflikt mit Russland, Doppelpunkt, USA erwägen offenbar Notfallgaslieferungen nach Europa. Im Ukraine-Konflikt mit Russland hat die US-Regierung Insidern zufolge mit Energiekonzernen Notfallpläne für Gaslieferungen nach Europa sondiert. Vertreter des Außenministeriums, so heißt es weiter, hätten mit den Unternehmen über Kapazitäten für höhere Liefermengen gesprochen, für den Fall, dass russische Gaslieferungen unterbrochen werden, hieß es in Branchen- und Regierungskreisen. Dabei sei auch eine Verschiebung von Wartungsarbeiten erörtert worden, um die Gasproduktion hochzuhalten. Und weiter noch, die Unternehmen hätten erklärt, dass ein Ausfall großer Mengen aus Russland schwer zu ersetzen sei und dabei auf die weltweit knappen Gasvorräte verwiesen. Welche Konzerne angesprochen worden seien, wurde zunächst nicht bekannt. Ja, also den Tagesspiegel, dem trete ich mit genauso viel Respekt entgegen wie Herrn Lauterbach, wenn er seine öffentlichen Verlautbarungen gibt, nicht mehr und nicht weniger, aber das spricht für sich. Also ich sage mal, die Experten wissen, es gibt nicht nur genügend Gas. Es gibt nur ein Problem, es wird nicht geliefert, weil Europa kein Gas bestellt, um dann zu sagen, die Russen sind schuld, weil sie kein Gas liefern. Das ist die Realität. Also hier wird also eine Scheinsituation aufgebaut, die eigentlich nur noch als absurd zu bezeichnen ist. Und ich frage mich so manches Mal, wie fühlen sich Journalisten, die solche Artikel abzuliefern haben? Okay, die aktuelle Lage vielleicht noch mal kurz. Wir befinden uns mitten in einem Plan und alles läuft erwartungsgemäß. Und immer wieder hören wir von unseren Whistleblowern aus ganz verschiedenen Richtungen, die sich selbst oft einer gewissen Angst vor dieser Kaltblütigkeit nicht mehr entziehen können. Nun muss ich dazu sagen, ich hoffe, dass möglichst viele im Gottvertrauen sind, denn die brauchen keine Angst haben. Wir zum Beispiel haben sie nicht und viele der Whistleblower auch nicht. Aber eben halt einige, die da an der Stelle noch Bedarf haben, vielleicht sollten es mal im Lichte der Wahrheit betrachten. Ja, Andreas, wir haben ja jetzt mehrfach Meldungen im Kanal auch eingestellt, dass jetzt doch die Regale in manchen Discountern, Supermärkten ein bisschen dünner bestückt sind. Wir hatten eine Meldung drin, dass jemand Tierfutter kaufen wollte, es nicht bekommen hat. Andere sagen, na, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wie ist denn die derzeitige Versorgungslage? Naja, wir haben die Situation, dass die Lebensmittel, speziell Tiernahrung, sagst du gerade, im Prinzip out of stock ausläuft. Das bedeutet, schon seit ungefähr 6 Wochen sind wir über einen Point of No Return hinweg. Und das heißt, dass nur noch
nicht mehr genügend nachproduziert wird und die Lager gerade leer laufen. Das passt übrigens sehr gut zu den Themen, die wir gerade einstellen, wie leer die Autobahnen mit LKWs sind und dass keine Transportschiffe mehr auf dem Rhein zu sehen sind. All diese Dinge, hier schließt sich der Kreis komplett und das heißt, wir lassen momentan die Lager leer laufen. Und das sehen wir aktuell, liegen wir bei einem immer weiter sinkenden Lagerbestand über länger haltbare Lebensmittel bei unter 70% im Vergleich zum Vorjahr, der auch schon kritisch war zu der Zeit. Das muss man auch ganz klar sagen. Also bedingt durch die Lieferketten, aber auch durch die Produktionsprobleme bei den Lieferanten laufen die Bestände immer mehr auf den Kipppunkt zu und die Artikel sind durch die Bank knapp. Und jeder Verbraucher ist im Supermarkt natürlich auch jetzt schon spüren. Also wir merken, dass man rechnet in den Expertenkreisen mit einem Abriss und einer kompletten Eskalation inklusive Absicherung durch die Bundeswehr noch im ersten Quartal. Also es ist schon eine etwas brisante Situation. Ja, und das sind natürlich jetzt alles Punkte, die viele Menschen auch in Sorge bringen. Und viele sagen, was soll ich denn jetzt machen? Wie wird denn überhaupt die gesamte Lage jetzt in den kommenden Monaten sein? Und man kann eigentlich nur sagen, dass man sich vorbereiten sollte auf Engpässe, dass man sich darauf auch vorbereitet, wie du hier auch in deinen Unterlagen stehen hast, dass ja dann irgendwann auch die Lebensmittel und die lebenswichtigen Produkte und Artikel am Ende von der Bundeswehr zugeteilt werden. Ja, darauf läuft es natürlich hinaus. Ich würde aber gerne nochmal vielleicht noch zum Allgemeinen etwas dazu sagen, denn Fakt ist auch, dass dieser illusorische, apokalyptische Habeck-Klimaplan, das ist auch ganz wichtig, der ja gerade dargestellt wurde. Wir hatten am 31. Dezember in der Silvesterausgabe darauf hingewiesen, dass im Januar diese große Ansage von Herrn Habeck kommen wird. Die hat er nun hinter sich gebracht und er bringt von einem Klimaplan, spricht er, der natürlich die komplette Infrastruktur Deutschlands außer Kraft setzt und zusammenbröseln wird. Und weder wird das Land Deutschland die Mittel haben, die Kraft und auch nicht die Ressourcen, diesen Irrsinn auch nur ansatzweise durchzuziehen. Es muss klar sein, das wird nicht kommen. Eigentlich ist das ja eine richtig gute Nachricht. Im Prinzip schon. Das Problem ist einfach, was dahinter steht, denn unsere Zuträger sprechen übrigens völlig unabhängig von sektenhaften Zügen quasi über das, was hier geplant und verbreitet wird. Und es macht so den Eindruck einer Weltuntergangssekte, die ohne Empathie und Mitgefühl in den Untergang zieht und alles mitreißen will. Und ich denke, dass unseren Zuhörern bewusst ist, unseren Zuhörern zumindest, dass die Situation 2022 in eine entscheidende Phase übergeht. Und ich habe da so eine konkrete 6-Punkte-Prognose von den Experten, die ich zusammengebaut habe, sind nicht meine. Erstens, Propaganda, Schuld und Mangel wird fortgetrieben und weitergetrieben und forciert, nichts Neues. Zweitens, einzelne Blackouts oder auch Lastabwürfe wird das genannt, werden eher zur Regel werden. Die Schuldfrage ist natürlich klar, haben wir gerade schon genannt, immer dieselben, Russland und so weiter. Und natürlich die Ungeimpften, ist klar. Drittens, die extremen Preise werden automatisch zu selbstständigen Industrieabschaltungen führen. Das müssen wir auch wissen. Es rechnet sich nicht mehr. Denken wir an die Energiepreisexplosion. Habeck mit seinem Plan sorgt quasi ganz konkret bis hin zu Hungersnöten im eigenen Land. Es ist unfassbar, was dort in der Politik gerade abgeliefert wird. Viertens, die Neuinvestition in Deutschland aus dem Ausland zum Beispiel, tendieren gegen Null. Und die Mainstream-Medien werden auch dieses Thema nun vermehrt auf die Tagesordnung nehmen, wahrscheinlich mit einem großen Fragezeichen, warum nur? Es ist eben halt das Niveau, was wir gerade hier haben in den Massenmedien. Und fünftens, der Privatverbraucher wird kaum mehr in der Lage sein, seine Strom- und Gasrechnung zu begleichen und wird sich an Kälte und Mangel gewöhnen. Das wird offen in den Gremien übrigens diskutiert. Eine Rettung von außen, sprich der USA, wie das beschrieben wird und gerade gesagt wurde, ist überhaupt nicht erkennbar. Das ist mehr oder weniger heiße Luft. Sie haben ja auch versprochen, im Vorfeld Gas immer wieder zu liefern, aber das geht ja momentan alles nach China, weil die mehr Geld bezahlen. Meine Erfahrung ist, die USA kennen keine Freunde, sondern nur Nützlinge. Und damit meine ich natürlich nicht die Menschen aus den Vereinigten Staaten, sondern die Okkupanten, die den Staat längst übernommen haben. Man spricht dann auch dann vom Deep State. Also sechstens,
Um einen Blackout zu verhindern, wird man uns sagen, dass wir uns also noch mehr einschränken müssen und die Industriebereiche müssen dann abgeschaltet werden. Das ist momentan so die Lage. Hast du denn ein Prognoseszenario für die nächsten Wochen, also wie das im Einzelnen angedacht ist? Naja, wir rechnen, wie gesagt, mit einem Abriss eben der entsprechenden Lieferketten und das innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Und dann würde dann die Absicherung mit der Bundeswehr im Quartal dann letztlich stattfinden. Ich möchte noch eines dazu sagen. Die Impfpflicht soll unter allen Umständen, das ist nochmal ganz wichtig, präventiv für den Herbst umgesetzt werden. Das wird momentan diskutiert, auch wenn es keine Gründe davon gibt, hat Tichy ja auch ausführlich neulich in einem Bericht gerade wieder dargestellt, vor allem die CDU, CSU und die Grünen und die Medien treiben die Regierung genau in diese Richtung. Warum das so ist, ist reine Spekulation und daran wollen wir uns natürlich nicht beteiligen. Wir diskutieren hier nur unsere Recherche und Fakten. Ja, und was deine Frage jetzt anbelangt, ist ganz klar, innerhalb der nächsten Wochen wird ein Omikron-Notfall oder auch ein Gas-Empty, also kein Gas mehr da, Notfall von 2 bis 5 Wochen angestrebt. Achtet darauf. Und in dieser Zeit, wo bestimmte Restriktionen durchgeführt werden in Deutschland, werden im Hintergrund neue Fakten geschaffen, die man braucht für die nächsten Phasen. Und diese 2 bis 5 Wochen sollen also mit massiven Maßnahmen flankiert werden. Und der Leader, der die ganze Sache überwacht, wird der Generalmajor Carsten Breuer sein und sein Team. Die Nahrungsmittel, Notfallteams werden übrigens zurzeit schon aufgestockt und die zurzeit diskutierte Omikron-Wand, wir hatten darüber gesprochen, man nennt es nicht mehr Welle, sondern Wand, soll anscheinend bedeuten, dass diese 6 bzw. 9 Notstandsgebiete abgegrenzt oder abgeriegelt werden soll. Also man will hier eine regionale Abriegelung eventuell forcieren. Genau genommen ist es nicht eventuell, genau genommen wird es so mittlerweile auch dargestellt. Man will dann mit einer lokalen und dezentralen Versorgung dann dort einspringen, was natürlich wieder völliger Unsinn ist und der Zentralisierung, die gefahren wird, im Prinzip wieder entgegensteht. Und aus unserer Sicht geht es um Separierung und auch um Ausgrenzung. Also eventuell die Ungeimpften oder Spaziergänger sollen eventuell ausgegrenzt werden. Aber das wäre wieder reine Spekulation und da wollen wir uns natürlich nicht dran beteiligen. Ja, es gibt noch ein paar Szenarien, die werden hier beschrieben. Ich denke, das werden wir einfach erstmal nicht bringen. Vielleicht so viel, dass man mit Aufständen rechnet und damit einhergehend natürlich auch mit zum Teil nicht so sehr schönen Situationen, auch in Krankenhäusern und Pflegehäusern. Und eben, man kann es vielleicht unter der Überschrift einer Panik, einer Massenpanik beschreiben. Ja, die man regelrecht konzipieren will. Ich sehe jetzt an deinen Augen, dass ich offenbar nicht in diese Details und Zahlen reingehen soll, aber okay. Es wird auf jeden Fall ganz offen auf Folien präsentiert in diesen Krisenstäben, dass es also zu einer extremen Situation kommt, die auch ziemlich deutlich bis hin zur Massenpanik beschrieben wurde. Und dass eine Normalität also über Jahre nicht möglich ist. Und die Frage ist natürlich überhaupt, ob es darauf hinauslaufen soll. Ja, und zwar über Jahre deswegen nicht, weil ganz klar ist, wenn man Lieferketten abreißt oder abreißen lässt, wenn man Industriebetriebe stilllegt, wenn man alle möglichen Zweige in Wirtschaft und Industrie herunterfährt, dann kann man es nicht einfach wieder herauffahren. Das heißt, die werden nicht einfach wieder eingeschaltet. Hier wird es mit dem kurzen Satz erklärt, aus ist aus. Ja, genau so ist es. Wenn sowas abgerissen ist, ist abgerissen. Eine Kette, die gerissen ist, die kann man nicht mal eben zusammenflicken, wenn auf beiden Seiten Zug drauf ist. Die Kette muss nämlich entspannt sein, um sie zusammenzuflicken. Und die Lage ist alles andere als entspannt. Und eine gezurrte Kette, die in beiden Richtungen abgerissen ist, die ist schwer zusammenzubringen. Also unsere Empfehlung nochmal, Vorbereitung und nochmal Vorbereitung. Die Zeiten werden schon sehr fordernd werden. Und ich möchte noch eines dazu sagen. Dieser sichtbare, finale Eskalationspunkt, den man jetzt so sehen kann, der soll
Panik auslösen und wir warnen davor, nicht in Panik zu verfallen, sondern wir sprechen davon, was Sie vorhaben, was das System hier ganz konkret plant. Das Gegenteil ist jetzt richtig. Wir sollten jetzt geistesgegenwärtig sein, mehr denn je Ruhe bewahren und Überblick verschaffen und im Gott vertrauen. Und so werden wir durch den Wandel kommen. Das bedeutet jetzt, wer jetzt da sitzt, zusammengekauert und zittert, der erreicht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich von seinem Leben erwarten sollte und auch da, wo er nach den Gesetzen der Natur jetzt gefordert ist. Ja, mutig voran, Gott wohlgetan, in die Hände gespuckt, vorbereitet, wie es überhaupt nur geht, vor allem auch eben geistig. Das heißt, optimistisch denken und im Gottvertrauen stehen, denn wer Angst hat, zieht Angst an sich und wird da vielleicht auch tatsächlich Probleme haben, wieder rauszukommen. Wer die Angst wegschiebt und sagt, lieber Gott, danke, dass ich diese Informationen bekommen kann und mich rechtzeitig vorbereite, im Gegensatz zu Millionen anderer Menschen, die diesen Kanal nicht hören, die andere Hinweise anderer Kollegen, die im freien Mediensektor arbeiten, nicht ernst nehmen, denen kann man dann leider auch nicht helfen. Und deswegen bleibt im Vertrauen, bleibt in der Besonnenheit und trotz allem im Frohsinn. Ja, ich bin manchmal verunsichert und denke immer, oh, können wir das so machen? Und ich freue mich so über die vielen Zuschriften, die wir bekommen, dass die Menschen uns ganz klar sagen, wir wissen, dass es keine Panikmache ist, sondern wir sind froh, dass wir vorbereitet sind. Denn wir kennen viele Leute, die überhaupt nicht vorbereitet sind und die sind schon in Panik, aber ganz diffus und können nicht mehr beurteilen, warum. Und das ist der Grund, warum wir das machen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, obwohl es eben halt nicht immer so ganz leicht ist. Ja. Und auch, meine Mutter hat immer gesagt, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gar nicht die Was-passiert-wenn-Maschine anschieben, sondern Schritt für Schritt durch den Tag gehen, wie immer die Arbeiten machen und sich vorbereiten. In dem Sinne, schönes Wochenende, bis bald.